Ecuador ist eine Republik im Nordwesten Südamerikas zwischen Kolumbien und Peru mit rund 14 Millionen Einwohnern. Ecuadors Hauptstadt, im Andenhochland auf 2850 Meter gelegen, heißt Quito. Etwa 1000 Kilometer westlich der Küste im Pazifik liegen die berühmten Galapagos-Inseln. In Ecuador leben heute etwa 12,5 Millionen Menschen, hauptsächlich Mestizen und Indigenas. Beinahe die Hälfte aller Ecuadorianer sind jünger als 15 Jahre. 90% der Bevölkerung ist katholisch. Ecuador liegt im Nordwesten von Südamerika und ist geografisch, topografisch, klimatisch und ethnisch eines der vielfältigsten Länder der Erde. Schon der deutsche Naturforscher Alexander von Humboldt bemerkte vor 200 Jahren, dass die einzige Konstante in der Geografie Ecuadors seine Vielfalt sei. Ecuador grenzt an Kolumbien, Peru und den Pazifischen Ozean. Die gesamte Länge der Landesgrenzen beträgt 2010 Kilometer. Die Landesfläche ist mit 250.000 Quadratkilometern etwas größer als die von Großbritannien. Das vom Äquator durchquerte Land lässt sich in vier völlig unterschiedliche geografische Zonen aufteilen, was auch ein vielfältiges Klima bedingt. Es gibt nur zwei Jahreszeiten in Ecuador, Regenzeit und Trockenzeit, mit allerdings erheblichen Unterschieden zwischen den geografischen Regionen. Die Temperatur wird zum großen Teil durch die Höhenlage bestimmt und ist aufgrund der Äquatornähe ganzjährig recht gleichmäßig verteilt. In der Sierra sind die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht sehr ausgeprägt. Selbst während der Regenzeit sind die meisten Tage bis zum Nachmittag sonnig. Außerhalb von extremen Höhen fällt der Niederschlag fast immer als Regen oder Hagel. Nur der El Niño sorgt etwa alle 10 Jahre einmal für Chaos. Die touristische Hochsaison in Ecuador liegt zwischen Mitte Dezember bis Januar und von Juni bis August. Ecuador ist ein vielfältiges Reiseziel. Man kann an einem einzigen Tag mit dem Auto die Küste des Pazifischen Ozeans besuchen und von dort aus in die Anden, die Sierra oder das Hochland hinauffahren und danach den tropischen Urwald oder den Dschungel des Amazonasbeckens kennenlernen. Ecuador hat riesige Naturschutzgebiete, eines der bekanntesten davon sind die Galapagos-Inseln. Ecuador, eines der wenigen intakten Paradiese, wartet auf Sie.